Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am Sonntag. Das heutige Thema, warum Musik machen aus Leidenschaft nicht glücklich macht und vor allem auch keinen Spaß macht, zumindest nicht langfristig. Man liest da immer mehr Kommentare von Fans oder von Leuten, die einfach keine Ahnung haben, die sagen, ein Musiker, der muss einfach kostenlos spielen, durch die ganze Republik tingeln, vielleicht auch noch drauf bezahlen und das ist der Stoff, aus dem Helden gemacht werden. Das ist so ein gängiger Mythos, den man immer so hört und mit dem möchte ich heute mal aufräumen. Also seid gespannt und bleibt dran. So, wenn man sein Hobby liebt, kostet das Hobby viel Zeit, egal ob das jetzt Tauchen ist, Fallschirmspringen oder was auch immer. Und wenn das viel von meiner Freizeit kostet, dann soll es gefälligst auch Spaß machen. Das ist so mal meine erste Herangehensweise oder meine erste These. Und wenn man das Hobby jetzt liebt und man muss das plötzlich als Beruf machen, da kann es sein, dass man das Hobby dann ganz schnell hasst. Ein Beispiel, Automechaniker. Es ist vielleicht ganz nett, wenn man in seiner Freizeit an seinem Auto rumbastelt, rumschraubt, aber da muss man nicht, da steht man nicht unter Zeitdruck, als wie wenn man den Beruf dann hauptsächlich macht und dann täglich auch Arbeiten machen muss, die einem nicht so viel Spaß machen und vor allem auch immer das Gleiche, wo man dann von diesen kreativen Sachen ferngehalten wird. Mir zum Beispiel gefällt es sehr, Songs zu entwickeln, Songs zu schreiben, kreativ zu sein in meinem Studio, mir Texte zu überlegen, CDs rauszubringen. Das macht mir wirklich Spaß und das ist dann für mich auch kein großer Zwang oder Druck, sondern ich mache das einfach, wie es mir Spaß macht, wie ich Lust habe. Und ich habe auch so mein Studio bei mir daheim. Und wenn mir da einfällt um 11 Uhr nachts, ich habe jetzt eine super Songidee, dann kann ich einfach rübergehen in mein Studio und kann etwas einsingen, etwas aufnehmen. Und das ist schon ein sehr großer Luxus, der mir auch sehr viel Spaß bereitet. Anders wäre es jetzt, wenn ich jetzt in ein Studio gehe und dann heißt es, in einer Woche muss jetzt ein ganzes Album fertig sein und da wird jetzt Akkord gearbeitet, irgendwie 8 Stunden am Tag, du bist voll ausgebrannt und so. Und da kann ich euch ganz klar sagen, dass da die Musik auf jeden Fall keinen Spaß mehr macht. Vor allem, wenn dann das ganze Leben nur noch daraus besteht, dann ist das ein knallharter Job und man wünscht sich dann oft, hätte man das wohl nie gemacht und hätte sich irgendwie einen normalen Job gesucht, der leichter von der Hand geht, wo man seine Freizeit oder seine Zeit besser genießen kann. Das Gleiche ist auch, wenn man auf Tour geht, also so geht es mir zumindest. Das ist für mich einfach kein Spaß oder keine Kreativität. Warum? Ich sitze den ganzen Tag im Bus, ich muss da Zeit totschlagen in diesem Bus. Dann ist das Konzert, man spielt immer die gleichen Songs, also man entwickelt da nichts Neues oder hat da irgendwie Kreativität. Nein, man muss einfach 1:1 immer die gleichen Songs, 20 Shows hintereinander, 50 Shows hintereinander, immer wieder runterspielen. Vielleicht nimmt man mal einen anderen Song dazu, aber die sind ja schon entwickelt. Also man spielt die Songs dann praktisch nur nach und macht immer das Gleiche. Das zermürbt, ermüdet und das hat für mich nichts mehr mit Kreativität zu tun oder wo ich sage, das ist jetzt mein Hobby und das macht mir ultra viel Spaß, sondern das ist einfach harte Arbeit, jeden Abend das Gleiche abzuliefern. Das nächste ist halt bei so Konzerten, es gibt meistens schlechtes Essen. Mir ist Essen sehr wichtig. Und wenn man dann zu sämtlichen Veranstaltungen dahin fährt, da geht es dann los von Chili con Carne bis über was weiß ich. Und da ist es dann auch oft schwer, dass du dann an das kommst, was du wirklich haben willst. Und das ist dann oft mit sehr viel Aufwand verbunden. Das nächste sind dann so Probleme mit Veranstaltern, wo sich Veranstalter dann einfach nicht an den Stageplan halten, wo dann Schlagzeugstative fehlen, wo dann irgendwelche Anschlüsse nicht da sind, wo man wieder improvisieren muss. Das alles geht schon ziemlich auf die Psyche und das finde ich jetzt nicht mehr als Leidenschaft oder als interessanten Job, da quer durch die Republik zu fahren, sich mit dem allen rumzuärgern und das hat auch nichts mehr mit Kreativität zu tun, sondern gleich teilweise so dem Job von einem Berufs-LKW-Fahrer, was auch ein sehr harter Job ist und was ich jetzt so nicht unbedingt bis ins hohe Alter betreiben wollen würde. Das nächste ist dann halt auch mit Veranstalter, wo es dann vor Ort Streit gibt. Zum Beispiel waren wir mal auf einem Konzert, da war genau ausgemacht, wir spielen um 9, also 21.30 Uhr. Und dann hat der Veranstalter gesagt, nee, ich schmeiß jetzt alles um, ihr spielt jetzt schon als erste Band um 18.30 Uhr. Und das sieht man dann natürlich nicht ein, weil man hat sich drauf eingespielt, man hat einen Vertrag, wo das drinsteht. Und dann sagt der Veranstalter, wenn ihr das nicht macht, dann braucht ihr gleich gar nicht spielen, dann hole ich mir gleich eine Ersatzband und zahle die Gage nicht. Ich meine, vertraglich ist es geregelt, dass man um 21.30 Uhr spielt und dass er die Gage zu zahlen hat. Aber das dann gerichtlich durchzusetzen, wenn es dann meistens um 500 Euro geht und der Veranstaltungsort 500 Kilometer weit weg ist, dann könnt ihr euch vorstellen, was ein Anwalt kostet, was die Schreiben da kosten und ob das unterm Strich sich dann lohnt. Ja, was passiert dann?
wenn es dann sehr gut läuft, dann kann man sich auf einen Kompromiss einigen, dass man dann vielleicht um 20 Uhr spielt. Aber das alles sind halt einfach Strapazen, Aufregungen, die ich jetzt zum Beispiel in meinem Leben nicht jedes Wochenende brauche. Und leider ist das teilweise auch die Regel, dass Veranstaltungen so ablaufen. Und vor allem, wenn man dann auf Tour geht und wird dabei krank, dann wird das ein richtiges Problem. Sag mal, du hast jetzt 20 Gigs vor dir und du erkältest dich nach dem dritten Gig, hast keine Stimme mehr. Dann sagen die ganzen Leute, ja, der ist voll scheiße live, aber du kannst gar nicht mehr singen, weil die Stimme nicht mehr da ist. Und das alles sind so Probleme, die jetzt der normale Fan wahrscheinlich nicht so sieht, aber an denen ziemlich viel hängt und man da ziemlich viel falsch machen, verlieren oder gewinnen kann. Das nächste ist, wenn man jetzt die Leidenschaft zum Beruf gemacht hat oder das Hobby zum Beruf gemacht hat, sagen wir mal, ist jetzt hauptberuflich Deutschrockstar, dann kann man auch nicht mehr die Lieder machen, die man gern machen würde. Denn wenn eine CD jetzt floppt und aus 10.000 Fans auf einmal 2.000 Fans werden, weil die CD einfach nicht so gut ist, dann muss man sich auch wieder verbiegen und muss vielleicht Musik spielen, die einem selber nicht so gefällt, um einfach der breiten Masse wieder zu gefallen. Da gibt es einfach so Standardsongs oder Standardformeln, wie die Lieder gebaut sind, und an die muss man sich halten, da man sonst die Fans verliert, da die das andere einfach nicht mögen. Was der Bauer nicht kennt, das mag er nicht so gern. Und in der Deutschrock-Szene ist das ziemlich extrem so. Das heißt, man muss immer die gleichen Lieder im Endeffekt komponieren, damit man auch langfristig seine Fans hält. Denn schließlich lebt man ja dann davon und man kann dann nicht abweichen, weil man kann sich's nicht leisten, dass auf einmal im Monat kein Geld mehr reinkommt, wenn man dann seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Und da wird dann auch das Hobby zu einem knallharten Job, da wo man sagt, das kann man einfach nicht aus Leidenschaft machen. Und jeder, der das glaubt, der hat einfach keine Ahnung, wie das im echten Leben so abgeht. Ich würde auch allgemein Bands da draußen oder Leuten da draußen empfehlen, seine Leidenschaft nicht unbedingt nachzugehen. Es gibt ja immer diese ganzen Erfolgsgurus, die sagen, folge deiner Leidenschaft und du wirst immer erfolgreich in deinem Leben, oder mach deine Leidenschaft und du musst nie mehr arbeiten im Leben. Das stimmt meiner Meinung nach nicht wirklich und das ist ein großer Mythos, der so erzählt wird. Denn die meisten Leute haben ja als Leidenschaft, sie wollen entweder Sportler werden, Musiker werden oder mit Kunst etwas zu tun zu haben. Und damit begibt man sich in ein Haifischbecken. Das heißt, wenn du jetzt den Traum hast, du willst Fußballprofi werden, dann kannst du das schaffen. Gar keine Frage, aber die meisten schaffen es halt einfach nicht. Meistens ist es einer von 1.000, der dann wirklich bei FC Bayern spielt. Denn du hast so eine hohe Konkurrenz mit so vielen Fußballern, die genau das erreichen wollen. Und die sind zudem auch noch gut. Entweder du bist so ein Naturtalent, dass du einfach besser bist wie die. Und selbst wenn du dieses Naturtalent bist, musst du erst entdeckt werden und musst die richtigen Kontakte haben. Da gibt es oft Fußballspieler, die nicht ganz so gut sind, aber die einfach die besseren Kontakte oder das Netzwerk haben, die dann da reinkommen, während du mit dem besseren Talent auf der Strecke bleibst. Man sieht das zum Beispiel auch so bei Formel 1. Das ist also der einzige Sport, den ich mir ab und zu mal so anschaue. Da gibt es ja Fahrer, die sind sehr talentiert, aber kriegen dann keinen Cockpit, weil einfach andere Leute da drin sitzen, wie zum Beispiel dieser Lance Stroll. Das ist so ein Milliardärssohn und ich würde sagen, der hat jetzt kein so großes Talent, aber der Vater hat relativ viel Geld und hat sich jetzt selber so ein Formel-1-Team gekauft und ist ja klar, dass der Sohn da fährt. Also der hat deutlich bessere Kontakte. Und in dem Moment, wo du sagst, du willst Formel-1-Fahrer werden, Fußballspieler und so weiter, ist das knallhart. Und wie gesagt, einer von 1.000, wenn es nicht weniger sind, schaffen das dann wirklich. Drum ist meiner Meinung nach fatal, wenn man sagt, man muss unbedingt das Hobby oder die Leidenschaft zum Beruf machen. Ich finde es zum Beispiel viel besser, wenn man irgendeine Tätigkeit macht oder eine Berufung findet, so im echten Leben, die leicht von der Hand geht, die auch Spaß macht, wo man dann auch wieder mehr Geld und mehr Zeit hat für seine Hobbys, die man reinstecken kann. Und das finde ich jetzt persönlich erfüllender als Leben, als wie sich jetzt da drauf zu verbeißen und dann irgendwie 10 Jahre kostenlos in irgendeinem kleinen Club zu spielen, auch wenn das für die Fans immer ganz interessant sich so anhört. In der Realität ist es nicht so. Natürlich muss man auch mal Aufgaben machen, die nicht so viel Spaß machen, wie jetzt zum Beispiel mein Podcast. Der macht mir jetzt Spaß, aber danach muss ich das Video schneiden. Das ist oft sehr mühselig, man muss sich da am Computer hinhocken. Das ist eine Arbeit, die nicht so viel Spaß macht, aber die muss dann doch gemacht werden, damit man das fertige Produkt hat. Darüber redet auch keiner. Man muss auch mal als kleine Band Auftritte spielen, für die man nicht bezahlt wird, für die man vielleicht sogar auch drauf bezahlt. Aber die Frage ist einfach, wie oft macht man das und wie lang macht man das? Und viele kennen da einfach nicht ihre Grenzen und machen nach 5 Jahren immer noch das gleiche Schema und sind dann total frustriert und gekränkt, warum es jetzt immer noch nicht klappt. Man kann das eine Zeit lang machen, man muss auch ab und zu einfach die Dreckarbeit machen, um was lernen zu können, aber es gibt da klare Grenzen und die sollte man nicht überschreiten. Ist meine Meinung, wie ihr das macht, das ist eure Sache, aber das würde ich euch empfehlen. Ja, außerdem muss man auch sagen,
wenn man macht Musik nie für sich allein, weil viele sagen immer, ja, Musik macht man für sich allein und so. Stimmt auch nicht ganz. Wenn man jetzt arbeiten geht, klar kann man jetzt hobbymäßig in seinem Keller Musik machen, dann ist das ein schönes Hobby. Aber ich bin der Meinung, man hat immer das Bedürfnis, dass man mit seiner Musik anderen Leuten auch was geben will und dass einen das sehr erfüllt oder glücklich macht, wenn man jetzt Fans hat, die seine Musik feiern. Und da würde ich sagen, geht es auch nicht so um 10 Fans, das ist zu wenig. Ich würde sagen, ab 500 Fans macht Spaß, Musik zu machen, wo man dieses Feedback hat. Jetzt kann man da wieder den Leuten Kommerz vorwerfen, ist auch richtig. Wenn man sich jetzt verbiegt, dass man jetzt die breite Masse oder jeden da jetzt antriggert, dann muss man sich verbiegen. Aber wenn man jetzt sagt, man hat jetzt so eine Fanbase von 500 bis 1000 Fans zunächst mal, die einen feiern, die die CDs kaufen, die dann auch aufs Konzert kommen, dann würde ich sagen, ist das schon ein sehr erfüllendes Leben und da macht Musik auch sehr viel Spaß, wenn man den Leuten was gibt. In dem Moment, wo man dann richtig kommerziell wird, muss man sich ja verbiegen mit Manager und so weiter, Lieder speziell konzipieren. Da würde ich sagen, da nimmt die Freude dann wieder ab, weil man dann Musik nach einem speziellen Muster stricken muss, um den Leuten zu gefallen und um die ganze Masse einfach bei Laune zu halten. Und da würde ich sagen, da nimmt die Freude dann wieder ab. Und die meiste Freude ist eher so eine Band, die Fans zwischen 500.000, vielleicht 5.000, aber bei 5.000 fängt es dann schon an, richtig kommerziell zu werden. Man kann es nicht ganz genau benennen, aber so würde ich das auf jeden Fall definieren. So, und wenn man dann so eine Grenze erreicht hat, sagen wir 500 Fans finden dich gut, die kaufen die CDs, gehen auch aufs Konzert, dann kann man auch Gagen verlangen, von denen man im Prinzip auch leben kann oder zumindest ein nettes Zubrot zu dem erwirtschaften kann, was man eigentlich macht, um ein glückliches Leben zu führen. Ja, es gibt da vielleicht auch ein Beispiel, was viele Fans nicht verstehen. Die verstehen nicht, dass man rund um die Uhr da Bock auf Musik hat. Ich kann euch das jetzt mal anhand von so einem Beispiel von einem Tonmischer sagen. Also da gab es einen Studioproduzenten, der war sehr gut. Und dann haben den auch andere Produzenten, also mehr so Hobbyproduzenten, eingeladen, auf den Tontechnischer Stammtisch zu kommen. Da hat er dann natürlich auch abgesagt und hat gesagt, ich habe den ganzen Tag damit zu tun, Bands aufzunehmen, Künstler zu produzieren. Da gehe ich am Abend nicht noch auf so einen Stammtisch und tausche mich da irgendwie aus und rede über das andere. Wenn ich dann Feierabend habe um 17 Uhr, dann will ich davon nichts mehr wissen und will meine Freizeit genießen. Und das muss man auch ganz klar sehen, dass das Hobby dann einfach zum Beruf wird, wenn du das rund um die Uhr machst und dass du dann nicht noch Bock hast, in deiner ganzen Freizeit dich damit zu beschäftigen, darüber zu reden. Und das ist halt oft das, was Fans nicht verstehen, denn die sagen, das ist ja ein Traum, jetzt da als Musiker zu leben und es gibt nichts Besseres, weil die halt einfach diese Schattenseiten oder was halt außenrum passiert, einfach ausblenden und denken, das ist einfach nur Freude, Spaß und das Geld flattert einfach nur so rein. Und das kann ich euch einfach sagen, das ist definitiv nicht so. Und viele verkaufen sich da unterm Wert, weil sie einfach diesen Traum in sich drin haben und dann oft erfüllt sich der nicht und das könnt ihr euch ja vorstellen, zu was das dann führt, wenn man das dann nach 5 Jahren, nach 10 Jahren merkt, dass das vielleicht doch alles nicht so rosig ist, wie man sich das in seinen Träumen vielleicht vorstellt. So, das war's jetzt von mir, vom Podcast am Sonntag. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir Spaß gemacht hat, wie gesagt, abonniere mich auf YouTube, gib mir vielleicht ein Like auf Facebook, die übliche Prozedur. Unterstützen kannst du mich mit einem Song auf iTunes, wenn du dir den runterladest, kostet rund 1,30 Euro. Und dann bleibt noch zu sagen, ich spiele auf der Gond, ich blende den Flyer kurz ein, auf dem FEK 9 Monster Festival in Geiselwind. Vielleicht, wenn du vorbeikommst, können wir uns da auch mal persönlich unterhalten. Und das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, angenehme nächste Woche und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Mach's gut, bis dann.